Yo Leute, es ist der Tenkaichi Meister und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, die zweite. Das letzte Mal schon ein paar Monate her und wir haben gerade die Dragon Ball GT-Saga abgeschlossen. Und ja, widmen uns jetzt der klassischen Dragon Ball Saga, springen dann in die Spezialsaga und dann gibt es glaube ich noch die Was-wäre-wenn-Kämpfe. Ich weiß aber nicht mal, ob die eine eigene Kategorie haben. Ich werde dieses Mal darauf achten, weil ich das letzte Mal darauf hingewiesen wurde, dass meine Stimme lauter bleibt als das Spiel selber. Das war wohl jetzt mein Problem. Und ich möchte generell gucken, dass ich mehr rede, weil ich, wenn ich konzentriert bin, gerne in Stille abdrifte, was für ein Let's Play natürlich wenig förderlich ist. Dass Goku es nicht checkt, dass er es selber ist. Ich frage mich, warum sie gerade den Kampf Goku vs. Nam als so besonders gekennzeichnet haben, dass sie Nam ins Spiel bringen mussten. Ja, wie gesagt, ich finde es ein bisschen komisch, da ist ja noch so viel vorher passiert quasi, was nennenswerter wäre. Ja, ich muss mich ein bisschen aufwärmen. Ja, und heute ist tatsächlich der 1. April. Kein Joke. Bei Dokkan Battle kam heute auf Global ist der Kid Buu Physical Super Saiyan 2 Goku raus. Hätte beide gern gehabt, am meisten natürlich Goku. Weil der auch als Super Saiyan 2 diese Super Attack hat, die er gegen Kid Buu im Anime benutzt hat. Die ich immer schon in Dokkan haben wollte. Deswegen war er Marcel für mich eigentlich. Und ich wollte erst nur die Discounts bei beiden Männern machen. Hab dann aber Kid Buu im ersten Multi direkt bekommen. Und hab dann zwei komplette Durchläufe bei Goku gemacht, aber leider kein Goku. Stattdessen die LR Go Bros, also LR Gohan Goten viermal. Musste nicht sein, aber es ist in Ordnung. Hab mich trotzdem gefreut. Oh wow, ich hab verloren! Daumen hoch! Du kriegst doch sowieso dein Wasser. Mann. Das ging so fix. Ich hab halt Kreis gedrückt, aber anscheinend nicht rechtzeitig. Nochmal. Passiert. Passiert dem Besten. Jetzt kann ich immer in die Cutscenes, die wir schon gesehen haben, überspringen.
No. Ist keine Cutscene. Ja, nächste Woche fange ich dann auch an, mein nächstes Let's Play aufzunehmen. Okay, immerhin diesmal nicht runter, hätte ich mich wieder verloren. Auf jeden Fall, ich fange dann an, mein nächstes Let's Play aufzunehmen, Uzumaki Chronicles 1. Habe ich ja gesagt. Oha, wie viel Damage macht Nam? Ja, ich kann nichts machen. Ich halte Kreis, also ich spamme Kreis durch und es bringt nichts. Was zur Hölle ist das für ein Fight? Da habe ich schon, ich hatte noch nie in meinem Leben bei diesem Nam-Fight Probleme. Jetzt habe ich schon zwei hintereinander verloren. Was ist denn das? Aber ich glaube, ich habe generell nur zwei HP Leisten. Sonst wäre Goku niemals, Nam macht niemals so viel Damage. Was? Ich habe vier? Da macht Decke vs. Boden einen Arsch voll Damage. Oh Gott. Ich hab gar nicht drauf geachtet, wie viel Damage Decke vs. Boden macht. Also bis jetzt geht's ja noch. Wie viel macht dieser Strike? Ja gut, doch. Haut schon gut rein. Nein. Ich drücke Kreis! Ich kann nicht schneller Kreis drücken, um mich zu erholen. Dreimal verloren. Dann muss ich Nam einfach so schnell wie ich kann rauswerfen. Ja, hab ich. Ich habe ja keine Wahl, Alter. Das ist mir mega lächerlich. Klar, ich drücke Kreis nicht so schnell wie bei den Ultimate Ninja Minispielen mit den Liegestützen und sowas, aber ich drück's halt im normalen Tenkaichi Speed, sag ich mal. Ja, klar. Mann, dass man auch gehittet werden muss. Ist schon. Ja. Ein bisschen kacke. Nein! Ja. Ja, klar. Digga! Er Z-kontert mich einfach! Was? Ah. Jetzt muss ich den Kampf nochmal machen. Weil ich gewonnen habe, weil Nam hat quasi genau das gleiche gemacht, was ich mal bei meinem Budokai Tenkaichi 2 Let's Play gemacht habe. Da habe ich, glaube ich, als SSJ4 Goku im World Tournament Modus gegen Bata gekämpft. Ich muss es nochmal machen. Gegen Bata gekämpft und ich habe ihn weggeschlagen, habe mich dann hinter ihn teleportiert und habe dabei die Ringmauer berührt und bin deswegen rausgeflogen. Und Nam hat mich zwar mit dem Z-Konter downgenockt, hat sich aber hinter mich teleportiert. Und deswegen war er vor mir am Boden. Ne, diesmal nicht. Ja.
Klar. Er kann mich ja auch erst ausknocken, nachdem er mich damit gehittet hat, wa? Ist das lächerlich? Was mit der Kampf mal so ein Problem machen würde? Ja. Nein. Ach, scheiße. Ich habe mich vom Teil vergessen. Das Problem, was ich habe, ist, ich spiele ja auch in meiner Freizeit sehr viel Tenkaichi 3. Aber die Versionen, die ich spiele, sind meistens gemoddet und das ist dann immer die NTSC-Version, die mit 60 FPS läuft. Und die PAL-Version, die deutsche Version, die läuft mit 50 FPS. Und deswegen habe ich halt ein anderes Timing im Kopf, was Kontern und sowas und Ausweichen betrifft. Und ich drücke halt immer zu früh, weil eine 60 FPS-Version halt flüssiger abläuft und das Timing deswegen viel früher wäre. So, machen wir es so. Da passiert eh nicht mehr viel, nachdem er Decke über das Boden benutzt hat. Wow. Ich habe jetzt diese letzten drei Tries quasi deswegen investiert, wegen einer Cutscene, die, auch wenn ich sie übersprungen habe, keinen Mehrwert hatte. Na gut, was soll's. Reden wir nicht drüber. Nein, das Spiel regt mich nicht so auf, wie es zum Beispiel Budokai 3 bzw. Infinite World tat. Da bin ich noch ganz locker bei. Tenkaichi 3 geht immer. Kampf im Quittenturm. Ich glaube, danach kommt tatsächlich nur noch Goku vs. Demon King Piccolo. Da muss man mal überlegen, was da alles fehlt. Was da generell fehlt. Kein Goku gegen Pilaf, kein Goku gegen Jackie Chun, gegen Krillin, gegen Tenshin Han beim World Tournament. Ja, ich versacke wieder in die Stille, ich merke schon. Sonst kommt in 4 Tagen die Lego Star Wars Skywalker Saga. Da freue ich mich schon mega drauf. Und Ende April kommt das neue Neptunia vs. Zenon Kagura Game auf Steam. Also schon witzig, was Tenkaichi 3 teilweise die Texturen, wie es darstellt, so
Gesichter und Teile der Kleidung sind mega low resolution und dann dieses kurze Seil, was Son Goku umgeschnallt hat, wo der Stab dran ist. Das ist Ultra HD. Nee, das Konter-Timing ist so kacke mit 50 FPS. Außerdem geht es ja tatsächlich bei dem Rematch um Rache für Upas Vater, der von Tao Bai Bai getötet wurde. Und das wurde nicht mehr erwähnt, als wäre Upa so mega unwichtig, obwohl Upa die ganze Zeit im Hintergrund noch mal mitredet und ihn anfeuert. Ach ja, jetzt kommt das. Kann er mehr stärker als Dodonpa, vergesse ich manchmal. Ja. Vorher konnten sie natürlich nicht erwähnen. Ich überlege momentan auch natürlich, mich mal langsam von diesem Naruto Dragon Ball Raster wegzubewegen. Son Goku schlägt zurück. Ah, stimmt, der Kampf gegen Tamburin kommt ja auch noch. Den haben sie auch so wichtig, als so wichtig empfunden, dass der vorgeschickt werden musste, bis man dann gegen Demon King Piccolo kämpft. Oder? Nicht? Hatte ich mir jetzt im Kopf. Dann war das so, dass ein What-If-Szenario in dem Kampf, wenn man zur richtigen Zeit R3 drückt, dass man dann, dass dann Tamburin für Piccolo kommt und statt Son Goku Chi-Chi. Dann war das so rum.